So, diese Woche Hamburg, Uetersen heißt, Wings and Wheels hat geladen, wir sind gekommen. Wir dürfen hier noch ein paar Burnouts machen und eine kleine Show. Wings and Wheels, was gibt es? Wings and Wheels. Aber... So wenig? Natürlich nicht so wenig. Oh, Gott sei Dank. Willkommen beim Wings and Wheels. Die Racelands hauen rein. Danke Alex fürs Kochen. Großartig. So, wer will was? Mahlzeit. Leider nicht so gut. Es kommen immer sehr starke Regenschauer. Tut mir tierisch leid für die Veranstalter, weil das sind echt coole Jungs. Trotzdem ist die Veranstaltung sehr gut besucht, wie ihr seht. Wir machen jetzt eine kleine Burnout-Show. Wir sind gerade die Standfahrer und dann zeigen ein paar Tricks. Danach kommt der Wheelstander, dann Yannick, dann wir, dann die Corvette von Holger. Da freuen wir uns drauf. Später. Meine Damen und Herren.
wird auch vor Ziel ausgelöst. Kommt, Leute! Sonntag, ein sehr, sehr schönes Wochenende neigt sich dem Ende. Wir sind immer noch auf dem Wings and Wheels, sind gerade dabei, alles zusammenzupacken. Wir fahren jetzt noch mal kurz zu Stillrunner. Der hat uns eine so geile Tonne fertig gemacht, um unsere Ameisen und den Ameisenkolben zu präsentieren, den er uns gemacht hat. Unglaublich. Das Ding holen wir jetzt noch mal schnell ab. Drüben haben wir schon relativ viel fertig gepackt. Wir müssen eigentlich noch anhängen, einladen. Dann geht ein sehr schönes Wochenende schnell zu Ende. Es war sehr witzig, nette Leute. Mega Spaß gehabt. Ja, und dann geht's Donnerstag gleich weiter nach Hockenheim. Ne? Ausruhen ist da nicht viel. Ja, also wie gesagt, wir laden jetzt gleich den Rest noch ein und ja, Donnerstag packen wir schon wieder alles zusammen und dann sehen wir uns in Hockenheim. Also, stay tuned.